Sie haben ein Konzept und Sie haben die Kompetenz. Mit dem Geld, was es gibt, gehen ein Alofs und ein Hecking jetzt so um, dass die Erfolge kommen müssen. Zweite Kraft wollten sie werden. Borussia war die zweite Kraft. Ist das eine dauerhafte Ablösung auf diesem Platz? Ich glaube, Sebastian Kehl muss sich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen. Er geht jetzt auf Weltreise. Aber bei den Borussen werden sie vieles neu richten müssen. Jürgen Klopp wird, wenn nicht alles täuscht, auch nicht mehr auf deutsche Schiedsrichter einreden. Auch wenn er heute das eine oder andere Argument hat. Also, herzlichen Glückwunsch an diesen VfL Wolfsburg. Und die Dortmunder müssen diese Saison verarbeiten. Und der eine Schritt ist eben Abschied Klopp, Neuanfang mit Tuchel. In Wolfsburg heißt es jetzt feiern und dann Champions League. Noch einmal Ritter Heidemann. Und das Ding ist 52 cm hoch, 5,7 kg schwer, 8 Liter gehen rein, nicht unwesentlich. Sterling Silber mit 250 Gramm Feingold, fein vergoldet, Feuer vergoldet. Der Wert, Materialwert etwa 100.000 Euro, oder 12 Tourmaline, 12 Bergkristall, 18 Nephrite. Aber der Wert für einen Club wie VfL Wolfsburg ist ein ganz anderer. Und er hätte ihn gern nochmal mitgenommen. So bleibt er mit Ottmar Hitzfeld. Vielleicht auch ein bisschen was Tröstliches. Bleibt er mit Ottmar Hitzfeld bei 5 Titeln mit dieser Borussia. Gibt erstmal Ehrung der Schiedsrichter und Pfiffer aus der Dortmunder Kurve. Damit muss Brüch leben. Medaille. Pauken und Trompeten gibt jetzt Silber und das ist am Ende dann doch Blech für die Borussen. Durch das Verlieren der Wolfsburger nochmal in diesen Tagen immer wieder gern gesagt, das ist Fußball. Nicht Zürich, nicht FIFA, nicht Platte. Der Bundespräsident und DFB-Präsident Wolfgang Niersbach teilen sich das Verteilen. Auch Generalsekretär Helmut Sandrock des DFB. Nicht alle behalten das Ding am Hals. Es ist nicht mal ein Trostpreis. Das sind die letzten Minuten als BVB-Trainer. Mannschaft, dieser Club war vor 7 Jahren sowas von am Boden. Knapp vor der Insolvenz, vor dem Abschmieren in Liga 4. Und dann haben Leute wie Aki Watzke und vor allem Jürgen Klopp
eine Mannschaft geformt, zu zwei Titeln geführt, einem Double, einem Champions League-Finale. Heute hat es nicht gereicht, das ist der Abschied. Da ist sicher auch Wehmut dabei. Aber eben auch die Chance auf ein neues. Und Sebastian Kehl, großer Sportler, der sich verabschiedet. Dortmunder Fans mit Ovationen.